Die Stimmung an den Finanzmärkten ist noch im jungen Börsenjahr wirklich gut. Allerdings fragt sich mancher Experte, ob auf dem aktuellen Niveau tatsächlich noch der Einstieg in DAX und Co. ratsam ist. Schließlich notieren wir knapp unter den Rekordständen am deutschen Markt. In den US-Märkten hingegen haben wir die Rekordmarken in diesem Jahr schon wieder gesehen. Also neue Bestmarken gerissen. Wie mit der aktuellen Situation umgehen? Wir werfen mal einen Blick auf die Charttechnik mit Samir Boyadan von Heavy Traders, der uns aus dem dortigen Handelszeit zugeschaltet ist. Ja, starten wir doch erstmal mit dem DAX. Blicken wir auf das deutsche Aktienbarometer. Wie sieht es da aus? Ja, grundsätzlich haben wir natürlich einige Themen gehabt, die in der letzten Zeit den DAX etwas stagnieren lassen. Wir haben zum einen den Handelskonflikt zwischen Amerika und China gehabt, wo wir keine starken Impulse bekommen haben. Das scheint sich zumindest mal in den letzten Wochen soweit erledigt zu haben. Wir haben am 15.01., so zumindest laut Donald Trump, wo das erste Abkommen soweit unterschrieben wird. Man hat auch zwischenzeitlich mal einen Tweet gehabt, wo das eventuell sich um 1-2 Tage verschieben kann. Aber übergeordnet, Cornelia, darf man ja nicht vergessen, der DAX hat ja keine neue Rekordhöchststände fast seit 1,5 Jahren gemacht und wir dümpeln nach wie vor also um der Marke knapp bei 13.500. Wir befinden uns zwar in der Nähe der alten Rekordhöchststände um der Marke knapp von 13.600 Punkte und wir bleiben auch weiterhin optimistisch, dass der DAX weiterhin zumindest in einer sogenannten charttechnischen Akkumulationsphase sich befindet. Und ja, da werfen wir am besten mal einen Blick in den Chart rein. Und zwar kann man das hier relativ gut erkennen, dass wir ziemlich lange seitwärts laufen und das Gute an diesem Chart ist, dass wir halt nicht stärker nach unten wegverkauft werden, sondern ganz im Gegenteil. Wir befinden uns immer wiederkehrend in den letzten Bewegungshochs, also um der Marke knapp bei 13.500 Punkte. Ja, und wenn wir uns jetzt mal den Klassiker in der Charttechnik anschauen, diese Handelsspanne zwischen 13.000 und knapp 13.500 Punkte auf der Oberseite lässt uns ein charttechnisches Kursziel auf der Oberseite Richtung 14.000 Punkte soweit ansteuern. Und wir bleiben auch optimistisch. Grundsätzlich arbeiten wir natürlich mit der Charttechnik auch mit gewissen Marken. Solange der DAX über der Marke von 12,9 bleibt, sollte dieser mittelfristige und vor allem auch langfristige Trend weiterhin intakt bleiben, mit der Tendenz, sukzessive die neuen Rekordhöchststände nach oben auszudehnen. Und das werden viele Anleger jetzt sicherlich sehr gerne hören. Blicken wir auf die Tesla-Aktie, der aktuelle Höhenflug. Viele schütteln nur noch den Kopf, können sich das Ganze nicht recht erklären. Was sagt hier die Charttechnik? Ja, auch da sollte man so ein bisschen die Newslage nicht außer Acht lassen. Wir lieben zwar die Charts, aber es ist ebenfalls auch sehr, sehr wichtig, sich die Nachrichtenlage anzuschauen. Die jüngste Meldung, die aus China gekommen ist, dass sie natürlich die E-Mobilität weiter vorantreiben möchte. Das war ein besonderer Punkt gewesen, wo die Tesla-Aktie natürlich sehr, sehr stark davon profitieren konnte. Wir haben aber auch mit unter anderem, dass in den letzten 9 Quartalen davon insgesamt 3 mit schwarzen Zahlen geschrieben worden ist. Ich erinnere mich noch sehr gut, das abgeschlossene 3. Quartal, da hatte Tesla wieder schwarze Zahlen geschrieben und seitdem mit diesem starken Öffnungskurs mit der Bekanntgabung der schwarzen Zahlen konnte die Aktie daraufhin am nächsten Tag fast 19% zulegen und seitdem befindet sich die Aktie natürlich tendenziell in einem starken Momentumsmarkt, der kaum zu bremsen ist. Es kommt aber noch ein weiterer Faktor mit dazu, Cornelia, und zwar ist es natürlich auch, dass fast 30% vieler institutionelle bzw. auch Investoren sogenannte Short-Positionen auf die Aktie eröffnet haben. Und das treibt natürlich mit unter anderem den Kurs an, weil wenn die Tesla-Aktie weiterhin steigt, dann drängt es natürlich die Shortseller sozusagen aus dem Markt. Sie müssen die Position schließen und zwangsläufig die Aktie kaufen. Und das treibt natürlich enorm die Aktie nach oben. Und zusätzlich der dritte Faktor ist natürlich auch eine positive Analysten-Einschätzung, die wir bekommen haben, wo man das Kursziel von knapp 560 Dollar auf 612 Dollar angehoben hat. Ja, und wenn man sich den Aktienkurs heute anschaut, wir notieren noch im Moment knapp bei 524 Dollar. Und damit dürfte dieses Momentum möglicherweise weiterhin nach oben getrieben werden. Aber Vorsicht, liebe Anleger, hier würde ich nicht auf den fahrenden Zug springen, sondern eher abwarten, bis mal eine Korrektur da ist. Tendenziell bleiben wir von Heavy Traders ebenfalls sehr, sehr optimistisch für den Verlauf von Tesla-Aktie. Und Elon Musk hat seinen Job gemacht. Das zeigt auch der Aktienkurs, seine Expansion mit unter anderem auch hier bei uns in Deutschland, dass er seine Gigafactory aufgebaut hat. Also alles stimmt, die Zahlen stimmen, die News stimmen und vor allem auch E-Mobilität ist natürlich noch ein Zukunftsmarkt. Der Bitcoin ist natürlich auch in aller Munde, die wohl bekannteste Kryptowährung. Viele Anleger sind schon investiert, interessieren sich für den Kursverlauf. Zuletzt ging es doch wieder einige Zähler nach oben. Wie sieht es hier technisch aus? Ja, also beim Bitcoin selbst
sieht es ebenfalls sehr, sehr gut aus. Also man kann verstärkt jetzt gerade in den letzten 2 Wochen sehen, dass gewisse Marken auf der Unterseite, also um 6.700 Dollar, der Bitcoin relativ gut unterstützt ist. Hier gibt es natürlich ebenfalls ein paar wichtige News, auf die zu achten sind. Und zwar in circa 120 Handelstagen kommt ja das sogenannte Bitcoin-Halving. Das heißt also, die Produktionsmenge wird halbiert und damit haben wir ein geringeres Angebot. Und bei einer hohen Nachfrage müsste man oder würde dann natürlich der Preis tendenziell weiter in die Höhe steigen. Die Geschichte hat immer wieder gezeigt, nach diesem Bitcoin-Halving, dass nach circa 1,5 bis 2 Jahren ja der Bitcoin-Preis sozusagen explodiert ist. Und darauf spekulieren natürlich sehr, sehr viele Bitcoin-Freunde. Das treibt den Kurs auch weiterhin an. Und damit sehen wir auch aus charttechnischer Sicht, wenn wir hier mal ein bisschen reinklicken, dass wir in diesem übergeordneten großen Chartbild hier um 5.900 Dollar sehr gut unterstützt sind und in den letzten 2 Handelswochen der Bitcoin relativ stark zulegen könnte. Ja, und wenn wir uns ein bisschen mal in die Tiefe des Charts auseinandersetzen, und zwar was die Volumina betreffen, wo gerne der Preis zumindest mal in den vergangenen Monaten und Jahren sich aufgehalten hat, dann liegt er nach wie vor dieser Marke knapp bei 11.050 Dollar. Wir von Heavy Traders bleiben darauf optimistisch, dass dieses Ziel kurzfristig angesteuert wird, möglicherweise noch in den kommenden Monaten. Und dann sollte man abwarten, ein Bruch über 11.050 mit dem Anschluss oder beziehungsweise auch mit der Bedingung, wenn das Halving durch ist, könnte letzten Endes den Bitcoin, aber da mal ganz vorsichtig, da gibt es ein paar Szenarien, wie gesagt, wo sich der Bitcoin mehr als vervielfacht hat, teilweise Meinungen, wo wir bis 55.000 ansteuern können. Aber ob wir das erreichen oder nicht, das sei dahingestellt. Wir sehen das charttechnische Kursziel erstmal Richtung 11.050 Dollar. Und ich sage an der Stelle ganz herzlichen Dank, Samuel Bojadan, für die Einschätzungen und natürlich ganz herzliche Grüße in den Trading Desk. Danke und vielen Dank und viele Grüße aus Frankfurt. Soweit unser Blick auf die Charttechnik, natürlich im Fokus der DAX, das deutsche Aktienbarometer, wo man durchaus noch Potenzial nach oben sieht. Die Aktie von Tesla derzeit in aller Munde und der Bitcoin darf zum Ausklang natürlich nicht fallen. Soweit unser aktueller Blick auf diese Themen. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, alles Gute von uns.